Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema mit der Angst, vor allen Dingen in der heutigen Zeit der Transformation. 2020 kommt ganz viel nach oben. Existenzen sind bedroht, Familien müssen sich zwangsläufig miteinander wieder auseinandersetzen und natürlich auch die Angst ums Leben. Das wird uns jeden Tag auch präsentiert und da habe ich heute einen Experten da und bin sehr glücklich darüber. Robert Betz wird mit uns über dieses Thema sprechen und ich freue mich sehr darüber. Hallo Robert. Ja, grüß dich, Corinna. Schön, dass ich wieder da sein darf. Heute, es lebe die Angst. Ja, und das ist echt ein richtiger Klopper, der jetzt kommt mit der Absolut, Angst. Also absolut. da hat es dieses Jahr wirklich in sich, würde ich sagen, oder? Ja, die ganze Zeit schon, das ist das Thema der Zeit der Transformation, das ist die Zeit der großen Veränderung, in der wir schon seit Jahrzehnten leben, die immer stärker ansteigt und eben eine sehr aufdeckende Zeit ist. Und wir haben vieles verdeckt, verdrängt und abgeschnitten von unserem Bewusstsein und das sind ganz besonders für unsere Ängste, neben vielen anderen Gefühlen. Aber die Angst ist sozusagen für mich das größte unangenehme Gefühl, wo keiner von uns eine Anleitung bekam, was mache ich denn damit? Ja, wir haben Angst, wie gesagt, seit in der Kindheit schon gehabt, Angst zu scheitern, Angst, jemanden zu verlieren, Angst, wieder allein zu sein, Angst, verlassen zu werden, Angst, die Zuwendung von Mama, Papa zu entziehen, Angst, dass der Bruder, die Schwester, die blöde Kuh, mir wieder was wegnimmt und so weiter, die nach mir kam. Und deswegen ist Angst ist das große Thema jetzt. Und das Leben, was passiert, ob jetzt in dieser Corona-Zeit und welcher Zeit, kommen weitere Ängste hoch, Ängste krank zu werden, Ängste früher zu sterben. Ne? Das heißt, wir werden jetzt auch mit dem Thema der Endlichkeit endlich konfrontiert, dass wir hier nicht 10.000 mal 10.000 Jahre in diesem Körper leben, sondern dass es einfach vorbei ist. Und auch das haben wir gut und gerne verdrängt, mitsamt aller Ängste. Insofern sehe ich das etwas sehr Positives, dass der Mensch hingeht und sagt, erstmal, was ist das denn Angst? Und wie kann ich damit umgehen? Ne? Angst ist ein Gefühl, darum heißt ein Gefühl Gefühl, es will gefühlt werden und nicht verdrängt werden. Und das dürfen wir jetzt lernen. Es können schon Kinder mit meiner CD, meine Gefühle werden meine Freunde, über 10.000 Kinder leben schon mit der CD und ich kriege auch Post von 3-, 4- und 5-Jährigen. Und ich sage immer, wenn Kinder das können, dann kann das der erwachsene Mensch auch. Er darf nur hinschauen, weil sonst wird aus der Angst Panik. Und Panik geht mit Ohnmacht und Starre einher. Und das sind jetzt auch viele. Aber das macht keinen Spaß, in der Panik stecken zu bleiben. Ja, gerade bei Kindern, da habe ich so gelesen, dass auch viele Kinder die Angst vor der Schule haben, Ja. Angst vor dem Kindergarten, da mit deinen Meditationen wunderbar rauskommen, spielerisch. Ja. Und der große Erwachsene, der kriegt jetzt die Ängste um die Ohren gehauen und ist überfordert. Ja, nicht so feindlich um die Ohren gerannt. Es kommt hoch. Nochmal alles, was ich verdränge. Ob Angst oder Wut oder Scham oder Kleinheit, Neid, Eifersucht. All das haben wir systematisch gelernt, als normaler Mensch unter die Decke zu schieben. Wir konzentrieren uns auf das Äußere, machen, tun, ob jetzt arbeiten oder ablenken mit diesem und jenem. Wir konzentrieren uns auf Außen. Wir sind aber Wesen der Innenwelt. Das hier ist unsere Innenwelt. Und die meisten Menschen, was du säst, das erntest du, oder wie innen, so außen. So wie es in mir aussieht, in meinen Gedanken, in meinen Gefühlen, in meinem offenen oder verschlossenen Herzen, das entscheidet, wie meine Lebenswirklichkeit im Außen sind. Wir sind von Haus aus sind wir Schöpferwesen. Und das dürfen wir lernen, und das lernen wir jetzt sehr schnell in dieser Transformationszeit, dass wir den ganzen Tag nichts anderes tun, als zu erschaffen. Was heißt das? Wir schicken den ganzen Tag Gedanken raus. Diese Gedanken erschaffen unsere Gefühle. Diese Gefühle verdrängen wir. Und dann spüren wir verdrängte Gefühle erst als Körperempfindung, als Enge, Schwere, Druck, Spannung, Stress, Härte, Verhärtungen. Und lernen jetzt, dass das das Ergebnis unserer verdrängten Gefühle sind. Und wie gesagt, Angst ist die grundlegende Emotion, die andere wie Neid, Eifersucht und so weiter befeuern und nähren. Ja, und darum heißt es jetzt, diese Zeit der Transformation, Mensch, schau hin, was du verdrängt hast. Fang an, deine Gefühle zu fühlen, ganz besonders deine Angst. Öffne dein Herz für die Ängste des Kindes in dir, die jetzt hochkommen. Ja, Angst zu verlieren, auch Arbeitslosigkeit wird ein Riesenthema werden in Europa. Wir haben einige Unternehmer, die jetzt gerade Gastronomen, das ist ja ein kollektives Problem. Ja.
ganze Pandemie ist ein kollektives Weltproblem. Ja, gut, aber es gibt auch welche, die sagen, juckt mich gar nicht, ich laufe da durch und habe jetzt überhaupt gar keine Einschränkungen. Aber es gibt natürlich diejenigen, die vielleicht zuschauen, die es richtig hart trifft, die jetzt zum Beispiel eine Gastronomie haben und sagen, ich kann nicht mehr schlafen. Künstler und so weiter. Ja, genau. One-Man-Shows, unglaublich. In Italien gibt es 30.000 Fremdenführer, Kunstführer, Museen. Ja? Die haben 2x600 € bekommen. Ne? Da geht die Angst aber hoch. Die sitzen an der Tafel schon. Ja, zum Essen mit anderen. Das sind studierte Leute auch, ne? Die bisher nichts kriegen. Die sind ohne da. Ja, weil die Museen. Also und viele und da Menschen. Da jetzt zu sagen. Musikern alle. Sie sind Schöpfer dieser Situation, damit sie diese Angst nochmal durchleben. Wir alle. Wie können wir das? Erstmal würde ich sagen, wir alle haben zum Beispiel Corona erschaffen. Wir sind Schöpfer. Mhm. Ja. Und der Hauptvirus heißt Angst. Ja, dahinter. Ja. Ne? Und solange wir unsere Ängste nicht wirklich anschauen, aus der Schöpferperspektive, dass wir dauernd verdrängen, wie erschaffe ich Angst, indem ich Gedanken glaube, wie hoffentlich passiert nicht das. Ich fürchte das. Ich muss aufpassen, das nicht. Ich muss aufpassen, dass ich nicht verlassen werde. Je größer die Angst ist, die ich züchte mit meinen Gedanken, desto eher muss das eintreten, was passiert. Das heißt, Angst wirkt wie ein Magnetismus. Wenn eine Frau oder ein Mann tierisch Angst hat, der Partner, mein Partner könnte gehen oder fremdgehen, ich sage immer, der muss das irgendwann tun. Der tut das natürlich völlig unbewusst. Aber er kann auf Dauer gar nicht anders, weil die beiden leben in einem Energiesystem. Wenn der eine sagt, hoffentlich, ja, dann wird der andere nicht sagen, na, kein Problem, ich werde das nicht tun. Da hat er, die passen zusammen. Ja? Das heißt, Angst wird produziert, wird geschürt, und wird dann unterdrückt und verdrängt. Und verdrängte Ängste wirken genauso. Sie machen im Körper eng. Angst heißt, kommt von Angustus, gleich Enge. Und macht hier eng und hier eng. Und bei Männern ganz besonders führt es zu vielen Herzinfarkten, Bypassen und Stents. Ja, weil der Mann, weil er in der Männererziehung lernt, zumachen, dich machen, zu tun, als ob, verschließt sein Herz. Und deswegen haben wir jetzt die sehr stark ansteigenden, immer schon Weltrekorde in Herzinfarkten. Männliche Frauen kommen jetzt hinterher, ja, die auch so auf Zacki-Zacki und Gefühle verdrängen, nur auf Leistung, auf Kopf gehen. Da passiert dasselbe in Grün. Das heißt, alle verdrängten Gefühle, ob Angst, ob Kleinheit, Scham, Schuld, Ohnmacht. Ja, Ohnmacht führt jetzt sehr stark zu Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit. Mhm. Viele Menschen fühlen sich angesichts dieser und anderer privater wie allgemeiner Situation in der Ohnmacht, in der Starre. Und da haben wir jetzt ganz viele Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit, des Bewegungsapparates. Besonders deswegen aber, weil dieser Mensch in den letzten 15 Jahren sich geistig auch nicht weiter bewegt hat. Darum frage ich jeden liebevoll, sag mal, ist das stimmig? Fühlt sich das stimmig an, was du da lebst? A, in deiner Partnerschaft und B, in deiner Arbeit. Nur die zwei Beispiele zu nennen. Bewegst du dich weiter? Und wenn einer sich nicht weiter bewegt, sondern obwohl die Ehe schon lange ausgeleert ist und keinen Inhalt mehr hat, sie festhält, nur wir halten das hier aus. Dann sagt dein Körper, dann muss ich auch in die Starre gehen. Und dann haben wir eben Erstarrungserscheinungen. Gelenke, Kniegelenke, Hüftgelenke bis zu MS. Da geht einer in die Starre. Der Hintergrund ist Ohnmacht und Angst. Ja, dass das Kind in uns so sagt, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ich muss irgendwie festhalten. Ne? Süchte kommen sehr oft dazu, dass ich das verdränge. Ablenkung, ob durch Games oder durch Alkohol oder durch andere Dinge. Ja. Aber es ist keine Lösung. Diese Angst will fließen, wie Ohnmacht, Scham, Schuld sind Gefühle. Im Englischen Emotionen, übersetzt Emotion. Ja, Emotion will fließen. Damit sie fließt, muss ich fühlen lernen. Wenn ich unterdrücke, mich ablenke, nur durch Arbeit, durch Helfen und sonst was für andere da sind, aber ich sage, hey, ich nehme jetzt Zeit für mich. Einmal am Tag. Mindestens 20 Minuten, 30 Minuten. Setz mich hin, schließ die Augen, mit Meditation oder ohne. Und atme. Deswegen mache ich bei jedem meiner Vorträge immer 10, 15 Minuten Meditation. Atme und fühl mal. Anfangs das alles in mir darf jetzt da sein. Ich spüre den Körper. Hinter den Empfindungen des Körpers wie Enge und Schwere und Druck kommen dann Gefühle. Und im Kopf sagen, ich fühle die Gefühle des Kindes in mir. Ich kann das. Kein Mensch stirbt am bewussten Fühlen von Gefühlen, aber sehr viele sterben am Unterdrücken von Gefühlen. Für mich ist die Hauptursache für Krankheit die Unterdrückung, das Verdrängen von Emotionen. Das geht dann auf den Körper.